Ah, ich muss echt auch eine andere Waffe. Das. Ah, so geht das auch. Cool. Wo ist denn da? Ah. Männer können uns nicht aufhalten! Zerschmettert sie! Da war ein Rippenschädel oder irgend sowas. Rippenschädel? Ach, den hatten wir ja schon. Jetzt habe ich zwei Rippenschädel. Wo ist denn der? Ist das unser Mann? Ja, sicher ist das unser Mann. Also friendly. Was ist die Saufeder? Okay. Und was ist jetzt da? Schweizer D. Ah, scheiße, wir nehmen nochmal das. Speer und Schild kommt ja auch gut. Da, verwenden. Weißt du, Esteban, ich kann das hier nicht alleine bewerkstelligen. Ich bin sofort bei dir. Ja, Esteban, komm. So, wir laufen da wieder. Ja. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung, falscher Weg. Von hin. Drei Kombos mit dem, das kommt nicht unbedingt gut, gell? Ja, komm rein da. Töten Sie! Jawohl! Ah, im Raum kommt das gut. Ach, das ist ja einer von uns. Da. Ja, klar. Esteban, komm. In den nächsten Raum. Und schon. Zieht euch zurück und formiert euch neu! Ach, haltet sie vom Zwinger ab! Sergei, flieht in den Zwinger! Folgt ihm! Ich liebe diese Keule. Haha, die kommen ja so cool. Ah, Schweizer Degen lassen wir nix. Die Keulen kommen gut. Ja, ja Gott, das musste wieder sein. Ihr seid am Zug, Plünderer. Dann macht mir ihn jetzt den Garaus. Ein Bosskampf, ja, komm. Was ist mit der Saufeder? Ja, die zwei sind meine Dinger. Komm her. Komm zu Papa. Was seht ihr das? Ich liebe dich. Komm her. Oh. Na, was ist jetzt mit dir? Komm noch mal, das ist ja so gemein. Und? Ich glaub's ja nicht. So, Esteban, komm, hilf mir. Und nochmal. Ich. Hört's. Gibt es doch nicht. Ich brauche eine andere Waffe. Was ist denn da?
gar keine mehr. Ich schieß den einfach in den Rücken. Ja. Oh, es scheint, ihr wisst, ein Schwert zu benutzen. Lasst sehen, ob ihr das Feuer beherrscht. Was ist denn jetzt? Madre de Dios! Dieser Albtraum! Nicht schon wieder! Der Spanier mag überrascht sein, aber verglichen mit meinen Kräften sind die euren nicht außergewöhnlich. Dann seid auch ihr verdammt! Zwei Träger des Fluchs. Ich werde nicht zulassen, dass ihr mir nehmt, was ich mein Leben lang beschwitzt habe. Bin ich immer noch in einem Albtraum? Oder hast du mir gerade das Leben gerettet? Es ist ein Albtraum, aber er ist realer, als du denkst. Steh auf und kämpfe, wenn du leben willst. Also gut, Caballero. Ich kämpfe für dich. Ich schulde dir mein Leben, aber du schuldest mir eine Erklärung. Ich werde alle deine Fragen später beantworten. Nun lass uns diesen Dämon schlagen. Gemeinsam. Dies wird euer Grab sein. Ja, wo bist denn du? Da ist er, komm her. Ich schieße ihn wieder in den Rücken. Ich hab noch 9 Schuss. Ist er weg? Ja, na Gott sei Dank, Leute. Ich hatte nicht erwartet, dass Bonifatius einen Träger des Fluchs schicken würde. Ihr meistert die Wirkung gut. Wer seid ihr, Söldner? Ich bin kein Söldner. In meinen Adern fließt das Blut der Tempelritter. Das Blut der Familie Debay. Debay, sagt ihr? Dann seid ihr der Sohn von Jean Debay. Jetzt verstehe ich, wieso euer Vater so viel Vertrauen in euch hatte. Was? Ihr kennt meinen Vater? Nun redet schon. Martin, es ist lange her. Bonifatius von Montferrat. Als ich hörte, dass Balduin angreift, wusste ich sofort, dass du hinter allem steckst. Ich entlasse euch aus meinen Diensten, Söldner. Balduin bringt sie ins Lager und zahlt sie großzügig aus. Die Schlacht ist gewonnen. Herr, dieser Mann... Ich habe gesprochen. Eure Aufgabe ist hiermit erledigt. Was willst du damit sagen? Nun geht, bevor ihr euren Anteil nicht erhaltet. Lass uns gehen, Esteban. Mein alter Freund Martin. Ich weiß, du hast die Reliquie in dieser Burg versteckt. Aber du würdest eher sterben, als sie mir zu übergeben, nicht wahr? Ich werde dafür sorgen, dass genau das geschieht. Glaubst du, ich bin so dumm, es hier zu behalten? Ich habe sie einem Mann übergeben, der sie verdient. Mehr als ich. Und ich habe heute den Sohn größer erlebt als den Ritter selbst. Du Narr. Sohn? Genug von deinen verdammten Rätseln. Wer ist dieser Sohn? Rede! Dein Hass auf die Welt wird dein Untergang sein. Oh. Ihr redet oder ihr werdet sterben. Debay, wo ist der junge Debay? Ihr habt ihn entlassen, Herr. Er nahm sein Gold und zog mit diesem Spanier davon. Was? Verflucht! Hat er erwähnt, wohin er gehen wird? Keine Sorge, Herr. Er hat sich zum Schloss von Ecri aufgemacht, um am Turnier teilzunehmen. Es scheint, als wolle er sich für den anstehenden Kreuzzug verpflichten. Das Schloss von Ecri? Also sucht der junge Debay seinen Vater, der nie aus Jerusalem zurückgekehrt ist. Der Kreuzzug. Er scheint zu wissen, wo er suchen muss. Das ist Excel. Okay, Leute, so viel Infos auf einmal. Wir haben jetzt nur 4 von 5 Punkten. Oh, das ist alles laut. Ja, wir haben jetzt den Freund unseres Vaters erledigt, der ja so ein Kästchen mit nach Hause gebracht hat. Und der wollte das ja haben. Und ja, jetzt sind die wahrscheinlich alle hinter dem Jungen dabei her. Okay, Angriff auf Biron.
Hauptziel, besiegen Sie Martin, ja, was auch immer. Kisten haben wir 0 gefunden, oder? Eine, ja, eine haben wir. Kreuz 0, geläuterte Seelen, Siegpunkte 4 von 5. Schläger sind wir mittlerweile, 15 Hiebe, höchste Kombo, 4 Hiebe, durchschnittliche Kombostufe. Phishing Moves 19, eingesteckte Attacken 11, jaha, Nahtoderfahrung noch immer nicht und 41 besiegte Gegner, das kommt ja nicht schlecht, ja? Gut, was ich noch sagen wollte, ihr habt wahrscheinlich das schon mitbekommen, wir haben da einen Synchronsprecher aus Matrix, ja? Der, unser Gegner, dieser, wie auch immer der heißt, und dann der Kater aus Schreck, ja, ist unser Esteban. Ja, kommt das cool. Ja, ich überlege mir stark, ob ich da noch weitermache, weil ja, irgendwie stehe ich da immer wieder sehr am Schlauch. Aber vielleicht sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Ich habe jetzt ein paar dazu gemacht. Ich kann das Spiel empfehlen. Wer auf solche ja, Slashereien steht mit vielen Kombos, der ist da vollkommen richtig. Also, eine Empfehlung von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und wünsche euch noch einen schönen Abend. Das war euer Toso für Let's Play angezockt. Ciao.